Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance HD. Ich habe hier ein bisschen bei den Fertigkeiten mich mal wieder umgeguckt. Mein Krassvogel hat richtig krass viele Punkte, aber ich kriege das hier nicht auf, weil ich jetzt zwei Link-Verbindungen brauche. Wie das genau funktioniert, weiß ich zwar immer noch nicht, aber das da will ich haben, die Feuergasalbe. Das geht bestimmt richtig ab. Und das hier war Luftkombo, ne, Luftstaccato. Außerdem hier, mein Blümchen hat fast alles. Es fehlt nur das hier. Meine Schnecke hat auch ein bisschen was bekommen. Hier Trotzkopf. Ich erinnere mich, dass Trotzkopf irgendwas Gutes war. Ich weiß nur nicht mehr was. So, jedenfalls will ich da jetzt rein. Donald? Goofy? You too, Sora? You came back! Come on, man! We gotta save the princess! Aw, fellas. We're not even real musketeers. Wrong. You are real musketeers. And don't let anybody else tell you you're not. It doesn't matter what you wear. Only what kind of heart it is that beats inside of you. You know what? You're right, pals. When the bunch of us stick together, we can accomplish anything. Pete said he was headed for the opera house, and that's where we'll find Her Majesty. Come on, musketeers. We've got a princess to rescue. Ach, warum konnte er nicht absaufen? Naja, was soll's. Ich weiß, ich soll nicht so gegen Mickey haten und so weiter, aber ich kann ihn nun mal nicht leiden. Und um ehrlich zu sein, er ist selber schuld. Er hat gesagt, ja, wir drei sind Musketiere. Was ist Sora dann bitte, hä? Ich weiß, Sora ist kein Musketier, aber er ist Performer, Alter. Zu einem Musketier hier ernannt worden. Asgeier. Ja. Das hat Mickey sogar selber gesagt, also nicht wortwörtlich, aber gemeint so, ja, ja, du gehörst jetzt zu uns, wir sind Freunde und jetzt einfach mal, ach nee, du bist nur Sora, du bist nur da, um uns zu dienen. Was für ein Drecksack. Hey, over there! Oi, those nitwits! The boss is gonna be mad! Hurry! Princess! Come on, it's time to put our musketeering to the test! Irgendwie kommt es mir so vor, als ob Sora hier viel mehr zu erledigen hätte als Riku. Ach egal, ich habe jetzt keine Lust. Probieren wir's. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie gegen Mickey oder sonst was zu haten, weil dafür habe ich beim Spiel einfach zu viel Spaß. Das meine ich ernst, das Spiel macht echt so viel Spaß. Verreck doch! Komm, einer noch! Oh, schnell! Oh, gerade noch 2 Sekunden. Perforin sei Dank. Was für eine geile Technik. Krieg ich was Geiles? Ja, okay. Und flüchtige. Moment, flüchtige Laune? Ach, jetzt. Müsst ihr jetzt eingreifen, ihr Tierchen. Du frisst mich gerade. Ich schmeck nicht. Hallo, lass mich los. Ich schmeck ganz ekelhaft. Oh, Schildkeks 2, geil. Auch müsste mir jetzt im Weg stehen. Ich wollte eigentlich gerade gucken, weil ich eventuell den Elefant kreieren kann. Bonbonbrille. Was
nicht in Ruhe, oder ihr schmeckt mein Perforieren. Du sauerst es unterbrochen. Na super, da... Egal. Ach, ihr seid so doof jetzt gerade. Du mit deinem Latzer. So, in den Hintern. So, noch irgendjemand? Ne, gut. Schau ich mal jetzt nach, ob ich so einen Elefant kriegen kann. Naja. Was ist das denn? Ein niedlicher kleiner Geist, der anderen neckt und sich flink und dreist aus der Sicht versteckt. Doch wird es hell und er entdeckt, kommt vor, dass er sich selbst erschreckt. Ein Gedicht. Na egal. Käfer. Elefant. Nee, nee. Geiler Bock, aber nee, nee. Auch nicht. Das ist nur Katze. Ah, oh, verstörende Fantasie fehlt mir eine. Das war's, was gefehlt hat. Ach, egal. Ich hoffe, ich kann ich später irgendwann noch kaufen. Irgendwie finde ich die Musik hier fetzig. Gefällt mir. Naja gut, Kingdom Hearts hat generell gute Musik, also... Das Aura kommt da, also bestimmt für Retro-Wetten. Ja. Stimmt die Laune. Kann ich bestimmt nicht kaufen, was guck ich denn? Und gleich perforieren. Guck das zusammen, wie geil das ist. Ach, jetzt hat das Perforieren ausgegeben. Oh. Nö, nö, nö. Das ist eine Truhe? Moment mal. Sora war in diesem Opernhaus, glaube ich, noch gar nicht, oder? Eistraumtüte, jawohl. Zweiter laufender Salami kann auch gut weggehen. Moment, wenn ich hier noch gar nicht war. Ich glaube immer, der Vogel will mir was zeigen, aber ich glaube, der will mir gar nichts zeigen. Ich Das ist wahrscheinlich nur seine Art zu feiern oder so. Boah. Sieht so geil aus. Ja, tatsächlich, Sora war hier noch gar nicht. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen um. Dachte er nämlich irgendwie, dass ich hier gewesen wäre. Ach, ich bin doch doof, das hatte ich doch gerade. Ja, ja, mein... Oh no! Oh, den habe ich gegeben. Nein, 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 nein. Du hast meinen Move versaut. Und du hast mich generell versaut. So ein Luftkombo wäre geil. So wie in 358,5 Tage. Die Luftkombo hat gesessen. Ich erinnere mich noch daran. Zwar nur wenig, aber ich erinnere mich daran, dass sie geil war. Was ist das? Was hast du für einen komischen Hammer? Heilen auch mal. Mega Potion. Cool. Kann ich immer gebrauchen. Noch mehr Gegner. Ich werde euch auslöschen. Keiner. Schoko. Ich musste gar nicht hier hoch. Musste ich doch runter. Wow, das wollte ich gar nicht. War denn der Eingang hier? Ja, hier. Schön, dass ich den Eingang zuletzt finde.
jig is up, Pete! There's no escape! Yeah, it's 3-1 now! Look out! Huh? What? Impossible! Riku. Riku saved us. He's been by our side. All right. Musketeers, get the princess to safety. I'll handle things here. Right. Thanks, Sora. Why, you... How dare you thwart me in the nick of time? This don't add up, I tell you. Hey, over here, boys! That's right. You'll need help. Oh, 4-1, wie fair. Oder wie unfair eigentlich. Ich bräuchte mehr Gegner als eine Viva. Komm her! Oh, die geil. Ja, die haben null Chance. Oh, guckt! Aua. Und was ich noch sagen wollte, beziehungsweise ich hab's eh unterhalb. Sollte ein bisschen besiegt. Ja, was hat das jetzt gebracht? Irgendwie verstehe ich das nicht. Aua. Egal, Osoma kann es mir erklären. Osoma ist Meister in Kingdom Hearts. Ha, ausgewichen! Und was ich noch sagen wollte, beziehungsweise ich habe es auch unterhalb eines Partes mal geschrieben. Und ich gucke jetzt mal. Ich muss die Aktion ausführen, aber irgendwie... Ich verstehe es nicht. Moment. Führt die auftauchende Aktion aus, ja. Ja, da war jetzt nämlich einer, der Pfeiler nach oben hat. Moment. Ach so. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Also, alle Karten haben dieselben Pfeile. Nur eine Karte hat andere Pfeile. Die mit den anderen Pfeilen, die Aktion muss ich nachmachen. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay. Geld für mich. Ja, machst du ruhig selber. Also, was ich jetzt sagen wollte, wegen den Musketieren. Ja, haut ihr da ab. Was ist das? Ah, eine Sonne. Eine Muskete. Ach, scheiß Mond. Wo ist er denn? Da. Achso, ich musste einfach nur da ausweichen. Also, was ich sagen wollte, jetzt zum 100. Mal. Eine Muskete ist ja eigentlich eine Schusswaffe. Und Musketier, der Name kommt ja von Muskete. Oh, wie ich ihn gebe. Deswegen, ich weiß nicht, ob das damals anders war, ob die Musketiere mit Musketen bewaffnet waren, aber ich meine, sie hatten nur Degen. Deswegen bin ich da etwas verwirrt. Du Hund! Jetzt noch, bis ich mein Perforieren wieder habe, aber ich glaube, so lange hältst du gar nicht durch. Das. Moment. So, Abschlussmove. Dann nehme ich.
Jetzt aber. Oben. Achso, nur oben. Okay, ich habe den Kampf erst nicht begriffen, aber wenn man ihn verstanden hat, ist er einfach. All for one, and one for all. I sensed something was amiss nearly the moment Sora and Riku departed. Xehanort must have known what we were attempting before we even began. But you do know where they are. You must understand, this examination is in no way how the mark of mastery is usually found. However, in light of what they must do next, it was a necessity. If Sora and Riku complete their test by finding the seven doors corresponding to the seven pure lights, they will return home with a new power. At that point, they will both be true masters. However, the dangers make this more trial than test. But are they safe right now? Considering their ability, I would like to believe that they are. However, all my attempts to locate Sora and Riku end questionably. Xehanort is a devious tactician. There is nothing we can do that he will not, to some extent, be able to predict. So? As you can see, the organization's members are complete people again. Xehanort will be no different. We cannot afford another moment's hesitation. We must consider any strategy to outwit Xehanort and catch him off guard. I must warn you again. The road will not be easy. Fine. Let's jump right in. Okay, das hat zumindest meine Frage teilweise beantwortet, die ich schon vor einigen Parts gestellt habe. Ob jetzt Axel / Lia wieder eine normale Person ist. Jens Sid, heißt er glaube ich, der hat es gerade eben beantwortet. Ja, sie sind wieder normale, vollstimmige Personen. Und ja, der Kampf gerade eben gegen Carlo. Ich habe noch während des Kampfes zum Glück herausgefunden, wie dieses System hier funktioniert mit diesen Karten, weil oftmals ist es auch der Fall, dass ich in einem Part selber, wenn ich spiele, es nicht merke und mir später dann den Part ansehe und mir dann denke, oh Gott, das ist so einfach, wie kommst du nicht drauf? Das passiert sehr oft, nicht nur bei mir, auch bei anderen Personen. Deswegen, das ist nicht so schlimm. So, Kampfstufe 30. Das heißt, die Kampfstufe des Levels steigt auch, okay. Und jetzt gehen wir in die Simsalabim-Sinfonie. Ich glaube, es ist Phantasia 2000, oder wie der Film heißt. Habe ich leider nie gesehen. Ich weiß nur, dass Jens Hit vorkommt.
Und das ist irgendwie der kleine Zauberlehrling oder so sein soll. Oder der Zauberlehrling. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Egal, gehen wir rein. Wahrscheinlich muss ich jetzt stürzen und gegen irgendwas kämpfen. Ein schöner blauer Himmel. Was haben wir da? Blumen? 900 Bonuspunkte. Kann ich die Blumen zerlegen? Nee, irgendwie nicht. Doch, kann ich. Ja. Yeah, yeah. Spinnennetze. Könnte mich auch abbremsen. Was? Ich oh Gott, was zum Henker. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, dass sie zu... Oh, da kriegt man ja Augenkrebs. Laserwirbel. Ihr Diven. Aua. Ich kann die Blume nicht zerlegen? Warum nicht? Ach so, jetzt verstehe ich den Laser. Na super, ich bin voll schlecht. So. Die Battletoads kann ich, sie kann ich es nicht. Okay, aufpassen, ich darf nicht sterben. Der Ring ist offen, ich will jetzt einfach nur weg hier. Ja, bereit zum Installieren. Ja, danke, dass du mir das jetzt zeigst. Das will ich jetzt aber nicht installieren. Is this... Am I back at Master Yensid's tower? Something seems off. King Mickey! Huh? Is this what's troubling him? All right. Gosh, is that a keyblade? Who are you an apprentice to? I'm Mickey, the sorcerer's apprentice. Oh, apprentice? Wait, am I in some world where the king was still in training? So, does that mean this world is sleeping? What's wrong? What? Oh, I'm Sora, the, apprentice of, hey, listen, your magic. I gotta stop that. Mickey, what can I do to save you? Thank you, Sora, but it's no use. A monster's possessed that music, and he's releasing darkness that stops anybody from going in there to fight him. To dispel the darkness, we need a sound idea. It's that Dream Eater I let escape. Okay, where do I get a sound idea? What? You'll find one for me? Of course. Thank you. It's not every day I get to do a favor for the king. Huh? Did you say something? Oh. So what exactly is a sound idea? Inside this musical score,
should be a power that can sweep away any darkness. But you gotta be careful. In between those clefts and notes are monsters. Not as strong as the big one, but still pretty strong. Got it. Tut mir leid, dass das wieder passiert ist mit diesem kurzen schwarzen Bild. Ich habe keine Ahnung, warum das auf einmal ist. Ich werde nach diesem Part hier werde ich beenden und dann werde ich mal gucken, woran das liegt. Realitätswandel Komponist. Drücke die Tasten auf der leuchtenden Linie und halte die Tasten auf der Grünlinie gedrückt, um mit zu dirigieren. Also ich weiß, dass Phantasia 2000 ein, mehr ein instrumentaler Film ist, also da wird, ich weiß nicht, ob in dem Film überhaupt was gesprochen wird, wie gesagt, ich habe den noch nie gesehen, aber ich weiß, es hat viel mit musikalischen Klängen zu tun, also mit zum Beispiel ein Orchester, was im Hintergrund läuft. In manchen Gegenden verändert Komponist die Umgebung und eröffnet die neue Wege. Irgendwie erinnert mich das gerade an das Spiel, was er Sommer gerade macht, auch Kingdom Hearts, Melody of Memory. Was ist das? Achso, automatisch, okay. Was? Nein, ich wollte... Okay, es ist noch synchron, gut. Hier glaube ich nicht. Ich will mir das jetzt angucken. Rückblenden. Der Zauber. Okay, es sieht aber alles geil aus vom Himmel und so. Gut, ich hoffe, ich habe hier nur einen Speicherpunkt. Ja, hier. Oh, ich kann Zeug kaufen. Bundesamme-Laune, Bundesamme-Einbildung. Ich muss jetzt mal gucken, was brauche ich für einen Elefant? Oh, mein Sturz ist auch gleich wieder. Moment. Dann nehme ich mal kurz den Wecker. Steigt nicht mehr. Egal. Man hört keinen Sound. Also keine Musik in dem Level. Level. Mit Eisgravita. Was hatte ich? Gravitation und. Was hatte ich noch außer der Gravitation? Eisbrecher, der ist geil. Nehme ich den. Ja, man hört keine Musik, das ist in dem Level aber, glaube ich, normal. Ach, was mache ich denn da? Ach, egal, wenn ich schon mal da bin. Hast. Staccato. Feuerfest. HP-Boost.
Ach, da fehlt noch. Da fehlt auch. Da ne. Dann nehme ich das da. So, ich will jetzt gucken. Ja, ist da. Ja, ja. Ist der Elefant da? Liebliche Fantasie brauche ich. Und verstörende Fantasie. Kann ich eins von beiden kaufen? Bildung. Düstere Fantasie. Ach, leider nichts mehr. Egal. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance HD. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.